Ja, meine Leute, ihr seht's ja. Projekt Brote Brötchen ist wieder da. Ja, es wird auch mal ein kleines Kochvideo kommen, so einen Salat würde ich da mal machen. So. Ja, der Rainer war ja die letzte Zeit recht viel draußen und lange unterwegs. Hat schön eine kassiert. Kann von mir aus öfters passieren. Bin ich dafür, wenn er sich so scheiße benimmt. Ja, und anscheinend ist er laut Shanshan Watch Broadcast, ne, dann in einem Hotel abgestiegen. Ne? Und ja, das muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Weil es werden auch sehr viele Informationen zurückhalten. So, und heute hätte ich gedacht, heute wird es mal richtig zuckerzuckersüß. Ja, und da habe ich was vom Edeka mitgehen lassen. So ein kleiner, na, stell mal scharf. Breitsamer. Waldhonig. Gut. Machen wir. Ihr habt ein bisschen auf der Heizung liegen lassen. Boah, ist das schön dickflüssig. Oh ja. Da hätte ich jetzt auch so ein Kreuz machen können. Mit einem Haken, ne? Ja. Oh, der ist schon zuckersüß. Heieiei, also. Ja. Das wird was. Prost. So sah mein Toilettenpapier heute Morgen auch aus. Ja. Wegen der Sache da mit dem Hotel, da ist mir was eingefallen. Wenn ihr mir über Discord ganz schnell schreiben könnt, wo der sich anscheinend verschanzt hat, ich würde da mal anrufen, mich dann als denjenigen ausgeben. Ach ja, ganz wichtig, ihr müsst die Zimmernummer von ihm rausfinden. Das ist sehr wichtig, weil man kann dann, ist mir so eingefallen, anrufen an der Rezeption und fragen, ob meine Reservierung, Buchung als Herr W-Punkt noch besteht. Wenn es jetzt heißt, nein, auf dem Zimmer ist jetzt jemand, ist ein anderer Name gebucht. Ja, das kann Probleme geben wegen dem Meldegesetz. Das kann richtig teuer werden. Wie gesagt, gebt mir Bescheid. Ich klemme mich mal dahinter. So, jetzt. Nee, erstmal ein bisschen der Krümeltee. So, oh Gott, Leute, ich kriege Angst. Dann etwas Curry Ketchup, der schon aussieht. Ja, oh Gott, Leute, ich hab Schiss. Ich hab richtig Schiss. So, dann bisschen Vanille, Zucker. Also, sowas würde sich da Rainer richtig hardcore reinrendern. Weia. Leute, ich habe Befürchtungen. So, auf das Deckele. Natürlich, es muss ja brennen bei mir. So. Ich sehe, morgen muss ich mal wieder Tabasco kaufen oder was anderes. So, jetzt haben wir das, das. Ja, natürlich. Da muss ja nur die gute Leona drauf, aber nur eine Scheibe. Wenn ich das mal aufkriege, Dad, knabbert nicht eure Fingernägel ab. Ja. So. Deckel drauf.
Wie hat es diese Monika auf ihrem Profil geschrieben? Hart, aber gefühlvoll komprimieren können wir dieses Mal nicht. Weil sonst läuft der Schmodder da irgendwie raus. Also ganz leicht, dezent. Ja, und was nehmen wir denn heute? Genau. Dann brechen wir ein bisschen ab. So. Der Buschel für die Mulne. Tja, ihr wisst ja, ein paar davon, dann mein Lurchwürgen auf dem Hamster, also die Seite da. Ja, und dann kommt die Verkostung. Also, Break. Nice. Ja, Metal, Leute, das sind wir wieder. Erstmal den Puschel raus. Und heute trinken wir dazu, die älteren Menschen werden es kennen, Dreh und Trink. Kennt ihr das noch? Habe ich mal die Lidl gefunden. Haben wir als Kind richtig gesoffen. Und ja... Es schmeckt immer noch nach Plastik wie damals, aber egal, aber hierum geht's. Und jetzt, da die Leoner, wie von der Annette Mulle, was? Beißen wir mal rein. Oh ja. Das Brötchen hat jetzt den Honig vollkommen aufgenommen. Und wie das hier aussieht. Da möchte man doch glatt seinen Pansy reinstecken. Der Klonter wird es machen. Mache ich jede Wette. Oh Gott, oh Gott. Zucker des Todes, aber schmeckt. Ich würde mal, nee, ich hab doch da vorher Tabasco draufgekippt. Da schmeckt gar nichts von. Was ist das für eine Scheiße? Ja, Wahnsinn. Von der Krabbe schmeckt auch nichts. Der pure Zucker. Okay. Ich glaube, dass der Zucker knallt. Krabbe. Ja, habe ich nicht bekommen. Junge Vater. Jo, schmeckt nach Plastik. Alter. Das ist ja... Davon wird sich der Oger 20 Stück reinrendern. Mast 300 Kilo. Boah. Uwe, lad mich ein. Ich koch für dich. Junger Vater. Ne, jetzt muss ich offline weiter fressen. Weil ich vertrage keinen Zucker. Ne. Sorry Leute, Break, aber der viele Zucker, also ich könnte mal jetzt da einen reinwichsen und morgen ist mein Pansy weg, weil hab gepupst, sorry.
Das knallt gerade voll bei mir rein. So wie beim Klontau mit den Drogen, ne? Egal. Break. Wird offline weiter gefressen und dann mal gucken, was der Schiss macht. Moment. Dreh und Trink!